Debt Crisis. Oh, das ist aber krass. Oh Mann, ey. Ja. Und School Sponsorship. Einige große Unternehmungen haben ihr Interesse bekundet, dass sie in unser Schulsystem investieren wollen. Alles von freien Schulbüchern zu kompletten Sportanlagen. Und ja, sie möchten nur die Möglichkeit, dass sie ein bisschen Branding machen und Werbung in der Schule platzieren. Meine Fresse. Ja, ich spüre die Entspannung auch noch nicht. Tja. Nein. Nein, also, ja. Nein. Prevent Sponsorship, das ist ganz furchtbar. Es ist ganz, ganz furchtbar und dem muss ein Riegel vorgeschoben worden. Liberale und Sozialisten finden es gut, keine negativen Effekte. Schon genug negative Effekte durch unsere Debt Crisis. Ja. Ja. Aber positive Nachricht, unser Defizit ist wieder ein bisschen geschrumpft. Ja. Okay. Ich werde jetzt erstmal André Streckt sich einlösen. Von Horsti. Bevor wir uns der Geschichte widmen. So, ein bisschen was für die Schultern tun in dieser sitzenden Tätigkeit. Ah, ja, das tut gut. So, sehr schön. Und Physik werde ich, wenn wir gleich nochmal eine Pause gemacht haben, nach der Pause werde ich dann auch was über Physik erzählen, versprochen. So, wir haben noch 4 Runden bis zur Wahl. Ja, wir müssen unseren Sparkurs weiterfahren. Das ist, die Railstrikes sind weg, die Asthma-Epidemie ist weg, aber wir haben, ja, wir haben die Debt Crisis. Was macht es? Corporate Exodus zuckt nicht mal, die nicht kompetitive Wirtschaft, okay, geht runter. Das ist ja schön. Dr. Strike geht runter. Ach, weil wir die Labor Laws angefasst haben. So, wir müssen sparen, sparen, sparen. Ausgaben. 28% ist unser Zinsgedingsi. Okay. Geld sparen. Wo als nächstes? Kann man nicht verkaufen. Kostet 15. Da sind wir schon so niedrig. Das sind unsere Development Grant. Das steigt alles noch erst. Die sind erst noch während. Das wird alles noch erst eingeführt. Wie sieht das aus? Könnten wir die Reforestation ein Stück runterfahren, dass sie zwar noch weiterläuft, aber auf einem anderen Niveau? Oder wollen wir das erstmal weiterlaufen lassen? Ist wenig Sparpotenzial da. Genau, und die, die sorgen dafür, dass wir wahrscheinlich mit unserem CO2 weiter so niedrig sein können. Dann lass uns nochmal zu den Steuern gucken, was wir da noch haben. Auch das wäre eine Frage, ob wir das noch brauchen. Brauchen wir wahrscheinlich nicht. Könnten wir abschaffen. Wieder abschaffen oder von den Kosten wirklich dolle nach unten fahren? Ja. Da, also da würde ich eher sagen, abschaffen, bevor wir nur 70 Millionen sparen. Auf dem niedrigsten Niveau sind es immer noch 300. Ja, komm, dann. So, unser CO2... unsere CO2-Steuer sorgt schon dafür an der Stelle.
So, wie sieht's denn eigentlich mit unserer Produktivität aus? Haben unsere Maßnahmen gegriffen? Ja, unsere Maßnahmen haben gegriffen. Also, Retirement Age. Weiß nicht, was das da tut. Achso, wir haben da dran rumgeschraubt. Wir haben noch gar nichts gemacht. Nee, wir haben gar nichts gemacht. Ich hab da... Aber wir können... Wir könnten. Das, genau, wir könnten uns um 2 Jahre hochnehmen. Unemployment würde steigen, Produktivität würde steigen. Ich würde es nicht anfassen wollen. Okay. Also es geht halt auch so ein bisschen um die Kosten für die Renten. Das stimmt. Und gut für die Produktivität. Ja, dann lass uns doch mal 8 ausgeben, weil die Produktivität ist einer der wichtigsten Hebel auch mit bei den Wirtschaftsproblemen, die wir da haben. Ja. Dann heben wir es um 2 Jahre an. Ja, mehr muss es auch wirklich nicht sein. Ja. So, haben wir nur noch 2. Wir haben auch irgendwie eine relativ alte Gesellschaft und dadurch, dass bei uns die Rentenzahlungen ja auch immer noch relativ hoch waren. Sozialleistungen kommen noch dazu und wir gleichzeitig jetzt von den Steuern auf Häuser und Gedöns jetzt die Älteren nicht großartig benachteilen, haben wir gerade so ein bisschen, sind eher die Jugendlichen, die da ein bisschen mehr leiden als jeder andere. Weil die unseren Sparkurs gerade irgendwie finanzieren müssen. Tja. Okay, nächste Runde, ne? Ja. Und ich wäre dann auch langsam für eine Pause. Ja, so, jetzt haben wir Emergency Powers. Wegen der Debt Crisis. Das ist schön. Und ein Minister ist gegangen. Und zwar Economy. Okay, die sind wahrscheinlich alle jetzt gelb wegen der Debt Crisis. Ja, Loyalty, Economy. Da ist der Erste, der es auch tatsächlich hat. Also der diesen Job auch haben möchte, wäre wieder mittlere Einkommen und Kapitalisten. Das würde ich mir auf keinen Fall antun wollen. Da würde ich eher Eleanor Louis nehmen mit ethnischen Minderheiten und Liberalen. Ja. Dann nehmen wir die doch mal. So, und Arthur Laurent möchte die Cyberbullying Awareness Campaign. Können sie uns halt immer noch nicht leisten. Wir können auch so. Eltern und Jugend für sehr wenig Geld und 2 politisches Kapital. Hättest du sie gerne? Könnten wir machen. Vor allem, weil wir gerade bei allen in den Umfragewerten abgesackt sind. Machen wir hier für sehr wenig Geld für 2 Gruppen, die recht wichtig sind. Na komm, dann machen wir das. So, und dann würde ich so 70? Ja. Okay. So, jetzt haben wir Emergency Power, wir haben 22. Was ist denn unsere Popularität? 3 Runden vor der Wahl. Das Gute ist, dass wir ein bisschen mehr politisches Kapital haben und uns die Steuern nochmal angucken können, weil einige waren wirklich mit viel politischem Kapital verbunden, das wir nicht haben. Ja. Hier bin ich ja immer noch ein Freund von der MP Home Tax, wobei die Financial Transaction Tax auch nochmal eine Variante wäre. Der greift wieder auf Corporate Exodus zu. Das ist der Nachteil daran, bei der MP Home Tax würden wir, glaube ich, uns ein bisschen was mit den Kapitalisten und Rentnern verscherzen, aber ansonsten Pharma find's gut, Jugendliche find's auch gut. Ja, dann würde ich doch erstmal das machen. Ja. Mhm. Empty Home Taxes. Und dann so ruhig hoch. Ja. Es kann sogar noch ein Stück höher gehen. Ja. So? Ja. Okay. Haben wir noch 6. Will ich mit in die nächste Runde nehmen?
ob wir das können. Ja, wir können 44 maximal. Ja, alles klar. Nächste Runde. Oh, okay. Hier passiert jetzt gerade eine Menge. Also, erstmal United Nations Secretary General. Einer unserer prominenten Diplomaten wurde der UN Generalsekretär, wurde nominiert für den Posten des UN-Generalsekretärs. Nee, nicht nominiert, sondern ernannt. Oh. Das heißt, Außenwirkung ist total toll, Patrioten finden es super, jeder findet es super und die internationalen Beziehungen finden es auch super. Das kommt zur richtigen Zeit. Was ist das hier? Unsere Sicherheits... unsere Sicherheitsorganisationen haben gesagt, dass die religiöse Gruppe, eine extremistische religiöse Gruppe, die Angels of Heavenly Justice, die könnten uns gefährlich werden. Ich befürchte, um die müssen wir uns kümmern. Angels of Heavenly Justice. Situation kurz bevorstellend, die Überfüllung der Krankenhäuser, aber okay, und wir können Reden halten. Für 9 politisches Kapital, das ist immer noch relativ teuer. So, Defizit ist weiter gestiegen auf 40 wieder. Unser Bruttoinlandsprodukt steigt und so wie es aussieht, ist die Weltwirtschaft am Boden. Ich hoffe, die steigt jetzt demnächst wieder. Unternehmensexodus hat nur eine kleine Delle gekriegt, das gibt's doch nicht. Die Schuldenkrise ist stark gestiegen. Nicht kompetitive Wirtschaft geht runter. Wie schön. Es könnte mal ein bisschen mehr werden. Die Produktivität ist gestiegen. Ja, dann lass uns vielleicht die Unternehmenssteuer ein Stück runtersetzen. Damit die das Geld ausgeben und oder. Also, das fehlt uns, klar. Von 10,4 auf. Ja. Das tut uns zwar weh, dass uns das Geld fehlt, aber im Sinne des Corporate Exodus. Jetzt lass uns noch mal in den anderen Steuern gucken, was wir da noch haben. Da gab es bestimmt irgendwas Schönes. Steuern. Die Vermögensteuer. Ach, bringt auch für Corporate Exodus etwas. Tja. Oh, die Drogengeschichte hätten wir noch. Das stimmt. Drogen. Drogen. Hier. Nee, das ist die freie Presse, da möchte ich nicht. Drogen. Wo sind denn unsere... Nee, Drug Enforcement. Da sind die Drogen. Narcotics. Kostet 32, sie auf... Wir könnten erstmal Medical Cannabis machen und dann noch die Steuer einführen. Warte. Es kostet 16 bzw. 32. Ja, 0 Kapital. Steuern. Wir brauchen 8. Also 16 plus 8 sind 24. Das heißt, das könnten, diesen Zweischritt könnten wir machen. Also Drogen legalisieren und die Steuer einführen. Ja, dann lass uns das tun. Okay. Medical Cannabis. Und die Steuer. Und zwar auf... Bringt uns erst was, wenn wir es freigegeben haben, perspektivisch. Ja. Aber dann schon ein bisschen höher, würde ich sagen, ne? Ja. So. Dann haben wir noch 2 Runden bis zur nächsten... Eine Runde. Also diese Runde. Also eine Runde bis zur nächsten Wahl. Und ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt für noch eine Pause. So, nächste Runde. Wir haben noch eine Runde bis zur Wahl. Wir sind in der Schuldenkrise. Aber ich fühle mich entspannter. Mal gucken, was passiert. Es war mir am Anfang bei Deutschland auch schwer auch noch.
Unser Credit Rating ist wieder herabgestuft worden. Mhm. Ja, es gibt immer noch die religiösen Menschen, die uns doof finden. Wir können Wahlversprechen abgeben. Hey, wir haben einen neuen Parteispender hinzugewonnen. Hey! Großartig. Und Situation steht kurz bevor. Ah. Das sind dann wohl die Gelbwesten. Irgendeine Protestbewegung in Frankreich gibt es immer. Ja. Also Proteste gegen... Ja. Dann ist die Steuer zu hoch. So, gucken wir, Beton da oben. Mhm. Die nicht kompetitive Wirtschaft. Ja, die Debt Crisis, okay, geht ein klein wenig runter, aber ja. Herzlichen Glückwunsch. Oh Mann. Die Weltwirtschaft erholt sich wieder. Unsere Umfragewerte steigen, aber... Ich sehe uns die Wahl noch nicht überleben. Ich auch nicht. Ich denke, wir haben kein politisches Kapital übrig, weil nächste Runde ist die Wahl. Weder um Wahlversprechen abzugeben, noch um eine Rede zu halten, oder? Ja. Ich stimme dir zu, ich würde das auch... Also wenn, dann finden wir eher noch was Politisches. Okay, was machen wir? Verkaufen wir einen Telefonkonzern? Mhm. Oder, nee, die Bahn haben wir schon verkauft. Mal gucken, was der Telefonkonzern bringt. Ich kann ja immer noch auf Cancel drücken. 76 Milliarden. Ich glaube, wir müssen. Ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig. Ja. Das gibt eine ordentliche Delle in die Schulden. Und dann müssen wir radikal weiter an den Ausgaben streichen. Aber das könnte uns den Arsch retten. Ich weiß es nicht. So. Ja. Es spart uns jetzt auch einfach nochmal fast 2 Milliarden pro Runde. Okay. So. Was noch? Wir könnten mal schauen, ob wir vielleicht irgendwas noch sogar fürs Gesundheitswesen tun könnten. Wir haben bald Wahl, vielleicht kriegen wir noch was hin. Du meinst vielleicht hier so? Social Care. Oh, sehr teuer. Das kostet richtig Geld. Ja. Wie wäre das denn mit dem... Also das Welfare Fort Department wäre an sich gar keine so schlechte mittlere Idee. Einkommen, krass. Ja. Und das finanziert sich quasi selber. Genau. Und die Konservativen freut es auch mal. Insofern, wir versuchen jetzt gerade, wo das mit den Steuergeldern, die wir ausgeben... das Beste gemacht wird, möglichst. Und vielleicht wäre hier so eine Betrugsabteilung nicht schlecht. Finde ich super. Finde ich eine gute Idee. Ja, wahrscheinlich so auf einem mittleren Niveau, oder? Ja. Und dann ist wirklich die Hälfte davon für uns Einkommen. Ja. So, womit verschaffen wir uns jetzt noch Zustimmung mit 8 politischem Kapital? Vielleicht Public Services... Sowas hier. Ja. Ja, dann ist es die andere Hälfte von eben nicht gut. Ja. Ach, und das ist sogar sehr günstig. Also da würde ich so hoch gehen. Nicht so hoch. Ja, aber nicht höher. Nicht höher. Okay. So, dann, liebe Menschen, schnallt euch an die Wahl. Achso, ich muss einmal noch hier drauf klicken. Manifesto, wir wollen keine Manifesto abgeben. Dankeschön. So. S-
guck nicht hin. Ich bin sehr gespannt. Nichtwähler, ganz, ganz viele Nichtwähler. Voted out. 75% Nichtwähler. 75% Nichtwähler. Dass so eine Wahl dann überhaupt gültig ist. Boah. Wow, wow, wow. Meine Fresse. Das gibt's doch nicht. Tja, okay. Wir sind wieder raus. Wir sind wieder raus. Schon wieder. Das mit der Entspannungspolitik klappt irgendwie nur, wenn wir die Schwierigkeit nicht bei 130% haben. Ja. Krass, 133% hatten wir Schwierigkeit. So, was... Na, ich glaube, was, woran ich auch einfach nicht gedacht habe, ist diese Vielzahl an staatlichen Unternehmen. Wenn wir da am Anfang schon drauf geguckt hätten und Einsparpotenziale entwickelt hätten, wäre es möglicherweise anders ausgegangen. Aber ich glaube, wir haben dort zu spät erst die Kurve gekriegt. Ja, aber daher kommt so ein total spannenden Zeitpunkt. Wir haben schon wieder verloren und ich hadere. Ich ja. Möchte jetzt Schokolade. Also, mein Gott. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So viel Nichtwähler. Mhm. Ah. Das ist echt krass. Okay. Retire to Obscurity. Können wir mal unseren Kompass angucken. Wo... Ich sehe gar nicht, wo wir hier mit Frankreich waren, weil wir waren irgendwo da, ne? Huh. Banane hat Schokolade. Okay. Tja, ich würde jetzt vielleicht einmal... Okay, wir haben diese drei staatlichen Organisationen gehabt. Wenn wir sie sofort... Wenn wir sie sofort verkauft hätten, glaube ich, wären wir um die erste Zinserhöhung umgekommen. Weil dann... Es scheint irgendwie so zu sein, dass wenn der... wenn die Schulden irgendeine bestimmte... irgendeinen Anteil an den Gesamtsachen ja. übernehmen, dass dann die nächste Zinserhöhung kommt. Das Ding ist nur, dass wir es bisher noch nicht wissen. Also wir kennen die Logik an der Stelle noch nicht. Wann greift das? Ja, genau. Ja, aber ich meine, es war schon irgendwie abzusehen. Wir sind angefangen mit 6%. Dann sagte ich so, ab 7,5 müssen wir mal aufpassen. Und dann waren wir zack bei 15% oder 20%. Mhm. Für die Zinsen, aber weil sie das Credit Rating raufgesetzt haben, ja, und an der Stelle ist das halt ein sich selbst verstärkender Effekt. Ja, und das zeigt auch, dass sie zumindest auch als sie sich die unterschiedlichen Länder überlegt haben, doch unterschiedliche Schwerpunkte gelegt haben. Mhm. Auf die unterschiedlichen Länder, wie bestimmte Dinge funktionieren, wie sich es auswirkt. Wir hätten jetzt hier einfach sehr starke Gewerkschaften, sehr starke arbeitnehmerfreundliche Regelungen, was geführt hat, dass die Unternehmen, egal ob die mittleren oder die großen, gesagt haben, das ist schwierig und dann sind die uns auch noch abhanden gekommen. Also mussten wir Dinge tun, die wiederum unsere Wählerbasis verschreckt haben, damit und das Ganze mit wenig Geld. Ja, aber dann würde ich mal kurz ein Experiment wagen und nämlich dann jetzt einfach mal ein neues Spiel Frankreich machen. Und einmal ganz schnell klicken und gucken, wie sich unsere... Also, ich würde hier nochmal auf 133 gehen. The Experiment. Und, Experiment muss immer rot. Finde ich. Dann nehmen wir, keine Ahnung, die hier. Progressive Change Party, the Progressive
Fundament, ja, passt schon. Also hier gelb und dunkelblau. Genau. So, ich klicke da jetzt schnell mal durch. Das, was wir gerade besprochen haben. Also, wir haben drei staatliche Konzerne und wir haben die Labor Laws und diese großen Probleme. Also, da würde ich nämlich als erstes, nee, da sind wir nicht, würde ich als erstens Labor Law 12 runtersetzen. Um den Problemen Herr zu werden, habe ich noch 5. Und damit würde ich... Wo haben wir unsere CO2-Steuer? CO2-Steuer. Da. CO2-Emissionen sind fast runter. Okay, das bringt uns noch Geld im Moment. Das hier haben wir aber, genau. Das hier würde ich noch abschaffen. Das blieb mir noch so im Gedächtnis. So, zack, nächste Runde. Und dann werden die Dings. Hunger Strike, ich lese es nicht lange durch. Okay, das ist schön, dass wir da irgendwie Sachen... So, und jetzt verkaufe ich als erstes die Bahn. Mhm. 10 Milliarden. Super. Und senke die Corporation Tax. Zack. Nächste Runde. Public Law. Ja, dann support this law. Genau, die Pharma find's doof, aber so ist das halt. Dann die Energiekonzern verkaufen wir, ja, für 59 Milliarden. Sehr schön. Haben wir noch 7? 7. Dafür können wir, glaube ich, noch... Ich klicke mal auf das Falsche. Dafür können wir die Labor Laws nochmal ein Stück runtersetzen. Auf Balanced. Okay. Zack, nächste Runde. Railstrike ist vorbei. Ja, das ist ein Ereignis wegen dem Dings. Ein Parteispender verlässt unsere Partei. Sehr schön. So ist das. Telefongesellschaft. Genau, die wollte ich verkaufen für 100 Milliarden. Oh, das ist mehr als in der letzten Runde. Ja. Unser GDP geht hoch, wie bekloppt. Genau, 2 und nächste Runde. So, wieder ein Donor, der uns verlässt. Nein, no change. Ach, wir hätten change machen sollen. Aber hier geht es GDP nach oben. Egal. So. Ich habe jetzt einfach mal 4 Runden wichtige Weichen gestellt. Wir gucken uns die Probleme an. Na, Corporate Exodus geht ganz, ganz wenig runter. Uncompetitive Economy geht ganz wenig runter. Unser Defizit ist deutlich gesunken. Unsere Schulden sind kleiner geworden. Gut, das wird nicht ewig auf einem Abwärtstrend bleiben. Das geht gleich wieder hoch. Ausgaben. Debt Interest ist bei 14,9%. Weil wir anscheinend starten wir in die Runde direkt mit... Ja, erste Runde wird unser Credit Rating erhöht. Abgesenkt. Und dann sind wir in dieser Sache. Jetzt haben wir diese Sachen gemacht und jetzt sind wir in einer deutlich besseren Ausgangsposition. Ja, und vor allem die Kosten pro Runde sind nicht mehr da. Ja. Das waren ja auch mehrere Milliarden, die wir jetzt wiederum in andere Sachen investieren können. Wir könnten zum Beispiel jetzt wohl wissen, okay, das CO2 ist. Ist jetzt gerade nicht so hoch, könnten wir jetzt anfangen, nochmal zu gucken, an welchen Stellschrauben wollen wir. Wir könnten jetzt beispielsweise auch an die Atomenergie fahren. Ja, waren wir letztes Mal auch. Ja. Aber ich würde das Experiment jetzt noch weiter führen. So, ich nehme mal die Rente zurück.
Mhm. Zack. Dafür, das kompensiere ich mit dem Renteneinstiegsalter. Da. Um 2. Mhm. So, habe ich schon nichts mehr. Credit Rating upgraded. Business Confidence geht hoch. Großartig. Eine unserer Ministerinnen will irgendwas. Body Cameras, ja, ist mir egal. Abgefahren, Defizit auf 11. Corporate Exodus sinkt. Wegen unserer massiven Eingriffe auf... Das ist ja abgefahren. Unser GDP steigt, obwohl die Weltwirtschaft einbricht. Ah, guck mal, wir sind 1 abgewertet worden. Wir sind jetzt bei 11 Defizit. Machen wir weiter. Mhm. Sind wir bei 6,3. Ja, da spare ich 2 Milliarden ein. Das weiß ich noch so grob aus dem Kopf heraus, dass wir da Zeug eingespeit haben. Und knapp 1 Milliarde hier. Dann, wo hatten wir noch Einsparungen gemacht eigentlich? Ja, jetzt müssten wir mit den Steuern kommen, also diese ganzen Frequent Flyer-Geschichten und du hast alles recht. Automation Tax. Und die auf einem niedrigen Niveau, das ist jetzt die Technologie uns nicht abschmiert, aber genau. Wir... Ja, so wahrscheinlich. Ja. So, dann nächste Runde. Wir haben einen... Belana stellt gerade fest, dass du ziemlich begeistert bist. Ja, ich meine, wir haben das jetzt einmal, analysiert. Und okay, unsere Minister, 2 sind grün, 2 sind rot. Umfragewerte sind auf dem absteigenden Ast. Okay, ja, haben wir auch nicht drauf, haben wir auf nicht drauf geachtet. Corporate Exodus geht wieder hoch. Blick mal hoch zu unserem Defizit. Okay. Und da also haben wir es, ne? Ja, wir müssen nur an diesen Punkt kommen, dass du aus dem Defizit raus bist, so dass du dann in Momenten, wo die Weltwirtschaft so krass nach unten geht, wirklich reingehen kannst. Das Problem ist aber, das haben wir jetzt auch gerade gesehen, das sind alles super krass schmerzhafte Eingriffe. Ja. Und da muss man halt versuchen, die Balance zu halten und braucht wiederum als Politik das politische Kapital in unserem Spiel oder den Rückhalt und das Vertrauen in die Bevölkerung, dass man das auch durchkriegt. Und man kriegt es, glaube ich, nicht als reine Kürzung durch, wenn danach nicht noch was kommt. Ja, im Sinne jetzt, von ja, jetzt habe ich ja im Prinzip einige Runden quasi erstmal wild Zeug gemacht und die Popularität ist runter und jetzt haben wir 14 Runden, um damit zu arbeiten. Genau. Ich würde jetzt noch bei den Steuern noch bei ein, zwei Sachen, damit wir aus dem Defizit rauskommen und dann könnten wir theoretisch anfangen, nochmal zu spielen. So, Frequent Flyer Tags. Mhm. Und zwar so. Ja. So. Nächste Runde. Und noch ein Parteidonor. Und wir haben einen Minister, der zurückgetreten ist. Public Service Minister. Mittlere Einkommen und Umweltschützer. Puh. Oder Eltern und Selbstständige. Ach, ich glaube, die mittleren Einkommen und Umweltschützer, das passt schon. Wir könnten jetzt dieses Fraud Department einführen und dann würden uns die mittleren Einkommen auch wieder mögen. Situation steht kurz bevor. Fettleibigkeit. Ja. Also das ist jetzt, finde ich, auch ganz cool, dass du dann... Wenn du die ganze Zeit auf Sparen gefahren bist, so wie wir das jetzt gemacht haben, dass dann irgendwann doch der klassische politische Alltag, die großen Krisen, die kommen halt doch und die nehmen zu in der Geschwindigkeit, wenn du sie über längere Zeit nicht beobachtest. Ja, ja.
Tja, wir haben Fettleibigkeit kurz bevor, also erhöhen wir die Junkfood-Tax. Ja. Wir können auch den Schulsport einführen. Das stimmt. School Sport. Ach, das kostet wenig. Hm? Oh, Jugend. Ja, das ist auch immer krass. Ich bin da auch jedes Mal überrascht. Ja, das lassen wir so. Ja, haben wir noch 5 und da würde ich jetzt Tourismus. Ja. Und zwar volle Lotte, Entschuldigung, werde gleich wieder ruhiger und Tobacco Awareness Campaign volle Lotte. Safe. Die Alkoholsteuer müssen wir noch anführen und die Tabaksteuer. Alkoholsteuer müssen wir noch anheben, richtig, und die Tabaksteuer müssen wir noch anheben. Das machen wir nächste Runde und dann sind wir raus aus dem Defizit.